und da steigt das Grundwasser so, dass beim Kellerschacht einlaufen wird. Wir haben einen Bauschacht und der ist unterhalb der Grundwasser. Und da habe ich eine Pumpe, dann kann ich das rauspumpen. Und wie merkst du das, dass er voll läuft? Wie merkst du das? Fliegt nur Schau. Ja. Gott sei Dank. Der Arsch werden wir heute ein wenig dritten haben. Sieht man schon, dass er wieder zurückgeht. Aber da, beim Blau haben sie gesagt, ja. Ist das Wasser noch nie aus. Du machst ja noch nichts. Ich geh schon weg. Ich war das letzte große Hochwasser, da haben sie war der Rohbau, da war ein Grum ausgespielt. Betonplatten waren noch nicht drin. Aha. 10 Minuten war die Grün voll Wasser. Sind Sie jetzt von der Arbeitsstelle weggeholt worden? Ich bin gerade von der Arbeit heimgekommen. Habt ihr Gummistiefel, ne? Ja. Ist schon frisch nass. Wir haben ja schon nass die Füße. Die Füße werden sauber. Und wie sind Sie sonst betroffen? Überhaupt nicht. Wie sonst. Aber da ist ja in die Garage, da ist ja Wasser. Ja, gut, die ist jetzt auch voll. Garage, Holzschupfer. Haben Sie da Vorsorge getroffen, dass Sie was ausgeräumt haben? Grundsätzlich, meine ich jetzt. Das haben wir gar nicht geschafft. Das ist alles hoch, also so hoch kommt das Wasser. Ah, ja. Maschinen sind alles raufgelagert und so. Ihr Begleiter, der denkt sich da mit Wasser vom Wasser, der denkt sich da auch nicht viel, gell? Nein, der denkt sich, dieser Labrador, der mag das Wasser. Der mag das Wasser. Ah. Ja. Schau her. Jetzt warten wir ab, Gott sei Dank ist alles eingezäunt. Da kann man Fisch normal nicht raus. Ich bin erstens Mitglied bei der Feuerwehr, aber ich bin natürlich auch jetzt in meiner Funktion als Bürgermeister da und schau. Momentan ist die Scheitelwelle jetzt in Wörth, sprich an der Isen, haben wir es gegen Mittag rum, haben wir es an der Goldach, Ornaubach und Rimbach gehabt. Und besonders im Ortskern von Schönleck war es, das mal ein bisschen, nehmen Sie das auf? Ja. Gut. Ist in Ordnung, ich habe jetzt da kein Problem mehr.